Liest du das gleiche wie ich? Deadly Premonition? Alter Schwede, der Kaffee hat uns gesagt, dass wir Deadly Premonition spielen sollen. Dann machen wir das wohl. Auf geht's. Viel Spaß, aber ich trinke vorher noch einen Schluck. Ja, bitte. Wenn wir ja nicht ganz umsonst gemacht haben. Oh Gott, das war so ein... Oh, was? Ach so, Telefon. Nee. Oder? Nee. Aber da gibt's auf jeden Fall wieder eine Medaille. Also, wir haben gerade unsere Hotelbesitzerin kennengelernt, mit der wir uns ausgezeichnet unterhalten haben. Und an diesem 8-Kilometer-Tisch. Ja, der Tisch ist schon richtig geil, würde ich sagen. Haben einen leckeren Kaffee von ihr bekommen. Was stand nochmal drin? FK? Ja, FK. Und er hat sich voll gefreut drüber. Ach so, wegen Francis... Francis K. Francis K. Morgan. Ich glaube, wir haben noch genug. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt was. Nö, sieht alles gut aus. Beschwert er sich eigentlich irgendwann? Das ist so, mit wem und zu enden? Ich glaube tatsächlich, nee, oben glaube ich sieht man das, oder? Am Herz? Nee, ach, ich weiß es nicht mehr. Ach, finden wir das auch den Kasten mit Milch nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, er ist halt Kaffee-Junkie, ganz nett. Ja, macht ihn gleich sympathisch. Es ist auch sehr gut, dass mir das jetzt einfällt, das zu sagen in der dritten Folge. Aber Deadly Premonition ist eigentlich ein sehr gutes Spiel, hat unglaublich tolle Ideen. Also wirklich, es hätte GTA werden können. Und hat dieses typische japanophilische Ding. Jetzt sehen wir gleich mal, was in der letzten Folge passiert ist. Das erspart uns das Schwätzen. Genau. Leider hat den Entwicklern mal haufenweise Geld gefehlt, um das wirklich umzusetzen. Ja, aber also selbst mit diesem Low-Budget, was sie hatten, ist echt cool geworden. Ach, es ist wirklich, es lebt durch seinen Trash und seine Story. Ich bin echt froh, dass jetzt sowas wieder wie Resident Evil spielen und sowas cool geworden ist. Oder auch diese ganze durch die Pixel-Games. Oh, ich konnte keine Zack-Ansicht machen. Jetzt habe ich euch die Zusammenfassung versprochen und jetzt gab es sie nicht. Naja. Das merke ich mir, lieber Kaffee, das merke ich mir. Sehr gut, dass du das machst, weil es ja jetzt beim Synchronisieren einfach sau schwer wird. Ich weiß. Scheiße. George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, hey Zach. Let's take it for a spin. Also das ist auch, das spoilere ich nichts, wenn ich das erzähle. Das ist bei dem Spiel so, dass man wirklich auf Uhrzeiten achten muss, weil man bestimmte Sachen nur zu bestimmten Tageszeiten machen kann. Simply amazes me. The keys were left on the front hood. And nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the Sheriff's Department. Ja, und kein Donald Trump. Ja. Auf jeden Fall muss man, wie gesagt, auf Tageszeiten achten. Und manche Nebenmissionen kann man sogar nur einmal zu einem ganz bestimmten Tag und zu einer Tageszeit. Nee, das will ich nicht. Scheibenwischer. Es läuft einfach spitzmäßig. Blinker. Ich möchte gern die Sicht umstellen. Ja. Vielleicht hätte ich gerade besser aufpassen sollen. Vielleicht. Und nicht von irgendeinem Quatsch erzählen. Ja, der Elch wollte ich gerade sagen. Das Reh hat auch schon. Ich kann nicht mal fahren! Oh, jetzt fahren sie doch einfach. Ich möchte nicht so fahren. Wie kann man. Das muss man doch irgendwie umstellen können. Man kann die Karte nur riesengroß machen. Blinken. Das ist wunderschön. Boah, Alter, so kann ich nicht fahren. Das geht gar nicht. Schatz, guck mal, ich bin ja nicht mal vom Parkplatz runter. Ich bin schon gerade vorbeigefahren. Nee, das geht gar nicht. Ach, das geht schon. Ah! Wo bin ich denn hier? Leute, echt nicht. Was hast du eigentlich für einen Kaffee getrunken? Ich muss halt umstellen, ich kann so nicht fahren. Ach. Ah! Sind wir auf die Seite gefallen? Also in Wirklichkeit kann ich besser Auto fahren, das verspreche ich euch. Oh Gott! Nee, jetzt mal im Ernst. Ich kann so nicht fahren.
Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, fahr mal, jetzt fahr doch geradeaus. Ich möchte das umstellen. Geht halt nicht. Da! Ich habe alle Tasten 700 Mal gedrückt. Und welcher Knopf war es jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr zurückfahren. Y. Ich bin der Meinung, ich habe Y schon gedrückt. Aber so, jetzt möchte ich mal kurz auf Karte gucken, dass ich weiß, weil hier kann man perfekt... Ich möchte mal kurz auf Karte gucken. Ich möchte mal auf Karte gucken, ne? Weil hier kann man vor perfekt... Na guck, da kann man angeln auf jeden Fall. Ja. Vielleicht gehen wir auch nochmal angeln. Ja, das werden wir dieses Mal auf jeden Fall machen. Letztes Mal haben wir es nicht gemacht. Genau, hier kann man nämlich perfekt in die falsche Richtung fahren und hat es mega weit. Und hier geht es nämlich, ja, also da lang und dann links. Okay. Okay, diese Steuerung ist sowas von nicht intuitiv. Es sind genau die anderen Tasten, die es bei anderen Spielen. Was ist mit ihm los? Er hat ein bisschen Angst. Weil ja, vor allem wie du fährst, da habe ich auch ein bisschen Angst. Ach du Scheiße! Ah! Boot versunken. Ja, da wäre ich auch, wenn ich hier komme. Sag mal, seit wann gibt es da überhaupt Autos? Ja, ich glaube, das ist, weil das der Director's Cut ist. Das Wasser sieht auch anders aus. Das sah nicht blau aus. Also, ihr müsst euch vorstellen, dieses komplette Spiel war einfach komplett leer. Warum sind da jetzt Autos? Es gab, glaube ich, so ein, zwei Autos, aber nur wenn sie auch, da war doch so einer, so ein Proll, der auch mich immer blöd angemacht hat. Also es gab, glaube ich, wirklich nur Autos damals, wenn mit denen was war. Oh, diese Bäume sind einfach so groß. Ah, wo kommst du denn her? Oh. Ja, man sieht, dass es vorher keine anderen Autos gab. Dieser ist einfach perfekt im Fahren. Also Fahren ist jetzt auch gar nicht mal so leicht, wie es vielleicht... Wenn euch schnell schlecht wird, ne? macht kurz aus, Browserfenster klein machen. Cool, ich sag dann jetzt, wenn wir da sind. Alter Schwede. Hier? Ja, hier irgendwo. Da, ach, da sind wir doch. Und jetzt sind wir da. Für alle, die es klein gemacht haben. Ich hab's geschafft. Fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? I do agree. Friends. New York, everyone calls it New York. Ein Schinken vom Land. So ein Landschinken. Ja. Geht ja gar nicht, so ein Landschinken hier. Hat der gerade geschnarcht? Ja. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the Sheriff's Assistant. Vielleicht ein bisschen komisch. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay, let me know when things are ready. Die Musik ist aber einfach so random, Zach, wie sie eigentlich Thomas appears to be the kind and sensitive type. Totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Also es könnte auch... Ich glaube, es hätte auch ein toller Anime werden können. Vielleicht gibt es da sowas und wir kennen es einfach noch nicht. Stimmt. Es gibt ja diese ganzen Detektiv-Animes auch. Und da gibt es auch welche, die richtig abgefahren sind. Tut mir leid, ich kenne mich damit gar nicht aus. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es doch unten in die Comments. Vielleicht auch Empfehlungen, die wir gucken können. Diese Person hat sicher nichts mit den Ermittlungen zu tun. Woher willst du das? Das ist einfach nur eine Schaufensterpuppe. Was war denn hier gerade? Siehst du das? Oh.
Ach genau, da habe ich immer versucht, den Schlüssel für zu finden, glaube ich. Oder kann ich da aber rein? Oh, ich kann aber rein. Gut, es war nicht das. Ich weiß, dass ich irgendwo für immer einen Schlüssel gesucht habe und nicht bekommen habe. Und es hat mich mega geärgert. Mann, aber dafür, dass das so ein kleines Sheriff-Department ist, arbeiten einfach verdammt viele Leute. Hi, Emily. Ja, vor allem, weil halt gerade mal 600 Leute da wohnen, wie jetzt die Dame erzählt hat. 6000. Nein, ein Zehntel ist geblieben. Hi, Emily, könnten Sie mir vor der Besprechung vielleicht das ganze Büro zeigen? Tut mir leid, Agent York, ich habe zu tun. Könnten Sie Thomas bitten? Das ist keine sehr gute Idee. Wieso? Was ist denn los? Er hat den Schlüssel zum Schrank verloren, in dem die Akten sind. Er hat mich gebeten, mich im Büro umzusehen, bis er ihn gefunden hat. Ich hoffe, das dauert nicht lange. Ich könnte ihm helfen, den Schlüssel zu suchen. Nö. Was ist mit Officer Unbekannt hier? Officer Unbekannt möchte nicht mit uns reden. Er hat sicher nichts mit. Was ist da mit dem gelben Ding, grünen Ding? Boah, ach gewesen. So. Jetzt mal gucken. Das war da. Ja, das gucke ich mir gleich. Nee, vielleicht ist hier. Oh, da. Ja, da ist es doch. George. Do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. Das war Nebenmission. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will ya? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Ich kann mich daran sogar noch erinnern, aber ich, Hallo, ich war, ja, Liste? Vor allem, was macht der denn für ein komisches Workout? Jetzt mal ehrlich. Das war's schon mit der Liste? Gut. Komisches Sonnenrad oder was soll das sein? Was hat denn der alles für Preise gewonnen? Diplome und Trophäen. Sind sie ein Beweis für seine Kompetenz oder nur Angeber? Who knows? We will find out. I'm pretty sure. Zach, look at this. Oh, now this is something special. It's the epitome of the old Frontier Sheriff's office. It's perfect. A stuffed deer's head on the wall. A flag, a hunting rifle. A hunting rifle. Amazing. You'd never see a hunting rifle on the wall of a police department in the city. That's just amazing. Wonder if the sheriff would ever let me shoot it. That's so American. Ja, das ist wirklich so American. Boah, geil! Guck das Gefährt, dann würde mich ballern! Warst du da hinten noch nicht? Na egal. Da hinten war nur ein Spiegel. Ah, okay. Vielleicht hat ja jetzt Sheriff Dovey mal was gefunden. Also, da war ich ja schon. Da, Nummer 1 und Nummer 2 unterhalten sich. Thomas, da ist Thomas, kannst du mal bitte suchen, anstatt da rumzustehen? Ich finde einen Schlüssel. Was soll ich nur machen? Dem Sheriff wird das nicht gefallen. Am Schlüssel ist ein Anhänger mit einem südlichen Gleithörnchen. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Na klar, ich auch. Damit, rede ich jetzt das Gleiche wieder? Ja. Jetzt müssen wir auch noch den Schlüssel finden. Was ist das denn? Okay. Was anderes? Na gut, dann. Dann ist es so. Da ist er zumindest schon mal nicht. Dann, Aber was ist, was ist das für eine abgefahrene Polizeistation? Okay, Sie haben ja gesagt, es war mal 6000 Einwohner. Naja, aber trotzdem, so eine Polizeistation bei 6000 Einwohnern? Ja, 6000 ist ganz schön wenig. Also, Messel hat 5000, glaube ich, und hat keine Polizeistation. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden. Oh, mit einem Flughörnchen drauf. Nee, das ist ein europäisches Gleithörnchen. Er sagte ein südliches, oder? Hey, hier war es gerade noch rot. Ist ein
woher will ich denn wissen, dass das Thomas war, möchte ich jetzt gerne mal wissen. Weil Thomas vor der Tür steht. Wie lange haben wir 16 Minuten, naja. Und wir haben schon einen Schlüssel gefunden. Richtig gut. Und sind Auto gefahren. Okay, wo ist Thomas? Thomas! Na, hoffentlich wieder da drin. Noch. Ja, das ja, steht da drin. Emily steht noch, ist doch gerade. Ich wollte gerade sagen, wie ist er? Er steht noch verlegen da rum. Nee. Ja. You found the key. Ja. I think so. Is this it? You don't know your squirrels, do you? This isn't the right key holder. This is a Siberian flying squirrel. It's closer to a land-based squirrel. The Siberian flying squirrel is larger than the southern flying squirrel and has a standing tail, while the southern has a hanging tail. But we're looking for a southern flying squirrel right now. You sure do know a lot about squirrels. Ja, dann müssen wir weiter. Is that your fucking Ernst? Also da waren wir jetzt gerade drin. Was haben wir denn hier? Gibt's da auch einen? Ja. Was ist ich das? Ich kann mich nochmal schnell... Grauhörnchen ist auch nicht der Richtige. Was hier nicht alles an Schlüssel gibt. What is it? Ein Truthahn-Sandwich. Das war ein sehr kleines Sandwich. Das war so ganz klein im Schreck hier. Unser Fernseher möchte ausgehen. Gott sei Dank. Nee, es war eine Karte vom Sandwich. Es gibt auch so Sammelkarten. Ach so. Was ist das? Oh, ich habe Arnold gefunden. Hantel. Zack. We found Arnold. Let's get him back to George. I guess it's a cute name for a dumbbell. Wow. I found Arnold too. Ja, gut. Danke. Ich meine, wenn sie schon auf mir rumliegt, dann kann ich sie mal zeigen. Nicht, dass ihr euch denkt, was kraut er sich denn da die ganze Zeit? Ah ja, was soll das denn? Okay, in dem Boiler Room kann ich nicht. Was willst du da auch? Da also das war eine dieser kleinen Nebenmissionen. Die kann man allerdings, soweit ich weiß, jederzeit machen. Nee, es gibt welche, die... Ja, ja, diese ja, aber die, es gibt andere, wie gesagt. Gut, die Tür ist nicht offen. Es gibt welche, die ein Zeitlimit haben. Wo, wenn man sie annimmt oder wenn man eine bestimmte... Zeit im Spiel überspringt, dann kann man sie nicht mehr machen. Aber ich glaube so nicht. Ich glaube, wir wollen eher so dem Hauptpfad folgen. Da können wir auch mal irgendwie eine Folge reinschieben zwischendurch mit Nebenmission. Gesundheit. Danke. George, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed, but I got him to come back. Oh, Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Huh? Here's something to show you my appreciation. Er klingt auch schon ein bisschen eingerostet, so. The Terminator. Arnold und Sylvester. Oh, dann müssen wir noch Sylvester finden. So that makes us even. Ja, glaube ich. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zack, he needs some friends who aren't so dumb. Oh, danke. I made it. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber irgendwas war auf der Xbox-Version. Es gab keine Achievements oder sowas. Nee, Achievements nicht. Ach so, bei der Xbox-Version gab es, glaube ich, nur für jede Karte, die man gefunden hat. Ja, genau, genau. Es waren nur 7 oder 8 Achievements, die es da gab. Jetzt gibt, also ich sehe hier gerade, gerade eben haben wir jetzt für die Nebenmission noch ein Achievement bekommen. Scheint ein bisschen mehr zu geben. Was, 7 Yards? Warte, da war was. Ach nee, das ist nur... Ja, dass ich wieder das Grauhörnchen abgebe, was ist ja nicht der Richtige. Kann ich hier nee, in der Polizeistation kannst du es nicht machen. Okay, wer verliert hier unten Schlüssel? Ist that your Ernst?
Wo kommt dieses Licht her? Von meiner Taschenlampe, die ich gerade angemacht habe. Great shot. Warum ist das so dunkel? Da! Ja, das ist immer noch nichts Richtiges, das ist ja nicht zu glauben. Ja gut, ne? Vielleicht müssten wir ihm alle Schlüssel bringen, damit er merkt, dass es in seiner eigenen Hosentasche hat oder so. Ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt nochmal hier rein, wenn ich schon hier bin. Hallo, Officer Nummer 6. Das ist so der geil. Der nichts mit den Ermittlungen zu tun hat. Ein Tisch für die Wächter. Es sieht nicht danach aus, als würde er benutzt werden. Aber es ist schon geil, dass sie sich trotzdem die Mühe gemacht haben, da so Wanted-Plakate und sowas aufzuhängen, die man halt gar nicht lesen kann wegen der scheiß Grafik. Ach, nee, guck mal, hier kannst du pennen. Muss ich jetzt aber nicht. Das ist halt echt cool, dass du wirklich in den Betten schlafen musst bei bestimmten Sachen. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn du nicht schläfst. Ich glaube, dann wirst du verrückt. Ja, ich... Hallus oder sowas. Ich glaube, da kannst du nicht rein. Observieren. Leider ist der hoffentlich schnappen mit den Täter bald, aber dann ist der Urlaub zu Ende. Ah, vielleicht hier. Ja! Found it. Oh, der ist so schön golden, der Schlüssel. Der güldene Schlüssel zur Stadt. Gibt's hier noch irgendwas? Ich guck nochmal. Und dann geben wir den Schlüssel ab und dann macht der Akku schlapp. Und das reimt sich. Oh ja. Gut, dann... Wenn die Aufnahme hier gleich abbricht, ist der Akku im Arsch. Aber ich denke, wir kriegen das noch alles hin. Also den Schlüssel können wir noch abgeben und dann speichern wir und dann ist gut. Dann ist gut, dann spielen wir das Spiel nicht mehr. Genau. Na, natürlich spielen wir das, hallo. Es wird auch noch actionreicher. Keine Panik. Nein. Schlüssel suchen ist nicht... das Spannendste im Spiel. Ja, ich habe den Schlüssel gefunden. Das da. Da. You found the key. That's the right one. Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. Vor allem geht er auf die Suche. Steht da rum. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually... I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? They're very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down.
Wir müssen doch erstmal Kekse machen. Wollte ich gerade sagen, ne, das ist doch sehr passend, dass wir hier... Ja, es wird auf jeden Fall noch spannender, es wird besser, es gibt mehr Kekse. Ja. Mehr Kekse. Es gibt sogar eine Kekskarte, ohne jetzt zu viel zu verraten. Yeah. Nein, es ist eigentlich saucool, das Spiel. Und ich meine, es sieht ein bisschen besser aus als auf der 360. Ich habe auch das Gefühl, dass es besser aussieht. Vielleicht liegt es an unserem Fernseher oder sie haben tatsächlich ein bisschen was dran gemacht auf dem PC. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht schon so ein bisschen den Charakter von dem Spiel und es wird noch abgedrehter und einfach noch viel geiler. Drückt das Knöpfchen oder das Knöpfchen, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir sehen uns. Tschüss.